Die Heimatgeschichten werden Ihnen präsentiert vom Audi Autohaus Ebersberg. Herzlich willkommen zu unseren Heimatgeschichten. Jede Woche erkunden wir Land und Leute um München und um Ingolstadt. Und diese Woche sind wir für Sie in Fürstenfeldbruck unterwegs. Fürstenfeldbruck liegt ca. 25 Kilometer westlich von München. Mittlerweile leben in der Stadt um die 37.000 Menschen. Wir haben Oberbürgermeister Erich Raff besucht, waren im Museum Fürstenfeldbruck, durften einen Blick in die Klosterkirche werfen und haben Alexander Schmiedl vom Theater Neue Bühne Bruck getroffen. Und heute zeigen wir Ihnen Ausschnitte unserer Heimatgeschichten aus Fürstenfeldbruck. Jeder einzelne Beitrag liegt in kompletter Länge in unserer Mediathek. Unsere Woche starten wir mit einem Besuch bei Oberbürgermeister Erich Raff. Er zeigt uns einen seiner Lieblingsorte in Fürstenfeldbruck. Herr Raff, warum ist jetzt das Marterbräu eins Ihrer Lieblingsorte hier in Fürstenfeldbruck? Weil es natürlich im Sommer hier die Kastanienbäume ganz tollen Schatten spenden. Auch hier das Bier schmeckt von König Ludwig natürlich bestens, ob es das helle oder das dunkle und das Weißbier ist. Haben wir eine gute Brotzeit. Sie sehen auch hier diesen Kräutergarten damit dazu. Dann ist dieser im Sommer autofrei. Also man kann sich hier richtig wohlfühlen. Ist auch in der Nähe zur Stadt. Und von dem her komme ich da sehr, sehr gerne her. Und seit wann gibt es das Marterbräu hier schon? Also das hat eine sehr, sehr lange Tradition. Marterbräu war ja früher, wie es in vielen anderen Regionen auch war, eine eigene Brauerei mit dazu. Wurde dann in den 80er Jahren von König Ludwig hier übernommen. Hier wird auch Weißbier gebraut und das Dunkle kommt aus Kaltenberg mit dazu. Also hier auch vor Ort regional das Ganze mit dazu. Und ja, und wie es, weil es früher halt Marterbräu geheißen hat und das im Volksmund auch bekannt ist, deswegen heißt es heute immer noch Marterbräu, obwohl König Ludwig Weißbier und Helles da gebraut wird. Und wahrscheinlich im Sommer so eine ganz besondere Stimmung hier, oder? Ja, natürlich jetzt auch mit dazu mit einem neuen Konzept. Das ist jetzt auch ein Musikantenwirtshaus geworden, wo Sie dann hier auf dieser Bühne, das zwar jetzt abgedeckt ist, da sehen, wo dann hier zum Frühschoppen am Samstag gespielt wird, sind auch verschiedene Veranstaltungen am Samstagabend, wo dann mit Tanz und Musik und Unterhaltung da ist. Also für Jung und Alt alles geboten. Wenn Sie noch mehr über die Geschichte von Fürstenfeldbruck erfahren wollen, dann klicken Sie sich einfach durch unsere Mediathek. Wir geben Ihnen jetzt einen kleinen Einblick in die Ausstellung Pumuckl und mehr im Museum Fürstenfeldbruck. Frau Bocor, können Sie mir einmal so einen ganz kurzen Überblick geben, was können wir hier in der Pumuckl-Ausstellung alles erleben? Unsere aktuelle Ausstellung, wie gesagt, ist gewidmet dem Pumuckl, der dieses Jahr 60 Jahre alt geworden ist, obwohl ein Kobold natürlich nicht altert. Und wir haben daraus eine Familienausstellung gemacht, dezidiert mal für Jung und Alt, um die Geschichte des Pumuckl, die wirklich sehr spannend ist. Da gibt es sehr viel Stoff, der nicht so bekannt ist, um die Geschichten des Pumuckl, um die Gestaltung des Pumuckl, um die Filme des Pumuckl. Und das haben wir alles hier ausgestellt mit einer Kinderebene wirklich, zur interaktiven Station, wo Kinder auch Fragen beantworten können, etwas ertasten können, etwas riechen können, etwas hören können. Und so können das Erwachsene und Kinder gleichermaßen in die Geschichte einsteigen. Im zweiten Teil haben wir auch die Gelegenheit genutzt, die Ausstellung Elis Kau zu widmen, die vor 2 Jahren 100 Jahre alt geworden wäre. In Corona-Zeiten gab es auch keine große Ausstellung zu diesem Jubiläum und dann haben wir sie mit aufgegriffen. Und was würden Sie sagen, hier in der ganzen Ausstellung, was ist so das Highlight? Das Highlight, also in puncto Recherche, weil wir sind ja wirklich auf Spurensuche gegangen, um für die Ausstellung Originale zu bekommen. Wir wollen ja etwas zeigen. Und die Schaukel aus dem Film, das ist zum Beispiel so ein Fang, die ist noch nicht so ausgestellt worden. Aus Privatbesitz haben wir die dann bekommen.
Die Leihgeber geben sowas schweren Herzens natürlich her, weil das Lieblingsstücke sind. Die haben wir da ausgestellt. Was mich besonders sehr freut, sehen wir gleich, ist die von Ellis Kaut selbst gemachte kleine Pumuckl-Figur mit einem ganz gewitzten, frechen Gesichtsausdruck. Das ist jetzt eines unserer Originalexponate. Eben die Schaukel, die wurde verwendet bei den Pumuckl-Filmen. Eine Requisiten. Der Pumuckl, der ist ja ein Nachfahr der Klabautermänner, die also in Schiffen sich wohlfühlen. Und der Meister Eder hat diese Schiffschaukel gemacht, in der er also wunderbar schaukeln konnte in vielen Filmen und am besten reimen und nachdenken konnte. Das war so sein Lieblingsort. Und diese Schaukel haben wir nach einigen Bitten von einer Leihgeberin bekommen. Und was würden Sie da sagen, warum ist der Pumuckl so beliebt bei allen, bei Jung und Alt? Ich glaube, es ist die Idee des Pumuckl, dass die Ellis Kaut ein Wesen geschaffen hat, der ist unsichtbar und sichtbar. Das spricht Kinder sehr an, die können sich sehr gut hineinversetzen. Und ein freches Wesen, eben kein angepasster Braver, sondern ein kleiner Rebell, ein Anarchist, das spricht auch alle an. Und die Verbindung von diesem frechen Kobold, der auch die Dinge so hinterfragt auf eine ganz kindliche, klare Art und Weise. Gleich schauen wir uns noch die Klosterkirche an, aber vorher eine ganz kurze Pause. Die Heimatgeschichten werden Ihnen präsentiert vom Audi Autohaus Ebersberg. In unseren Heimatgeschichten sind wir diese Woche in Fürstenfeldbruck unterwegs und werfen jetzt einen Blick in die Klosterkirche. Frau Clemens, was würden Sie sagen, ist so das ganz Besondere hier an dieser Kirche? Das ist sicher die Größe, das ist das viele Licht, das also trotz der Pracht und Herrlichkeit man eigentlich nicht erschlagen wird. Und das ist, wenn man sich die Ausstattung genauer anschaut, die Verbindung zum Zisterzienserorden, die man jetzt nicht unbedingt in der barocken Pracht vermuten würde. Denn die Zisterzienser sind ja sehr bescheiden, sehr asketisch gewesen. Viele kennen vielleicht auch die französischen Klöster Senonc oder Fontenay. Ich sage immer, wenn der heilige Bernhard, der große Ordensheilige der Zisterzienser, hierher käme, würde er wahrscheinlich erst mal umfallen. Aber das ist eigentlich das, was das Besondere an der Kirche ist. Und wie ist die Kirche hier aufgebaut? Also das ist einmal der in Anführungszeichen hintere Bereich, wo die Gläubigen ihren Platz gefunden haben, wobei das auch nicht etwas ist, was von vornherein bei den Zisterziensern schon üblich ist. Das waren am Anfang reine Klosterkirchen, aber in Bayern oder im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, wie es damals hieß, ist die Kirche eben etwas anders positioniert und mit ihr auch die Orden. Das heißt, sie haben auch weltliche Macht gehabt und die galt es dann auch zu repräsentieren. Dann zunächst auch mal die Vorhalle, der kleine Vorraum, der sehr viel niedriger ist als der Kirchenraum. Barock will ja ein Stück Himmel auf die Erde herunterholen. Also in den Himmel kann ich jetzt nicht einfach so hineinfallen. Da muss ich mich schon ein bisschen vorbereiten. Dazu eben diese relativ niedrige Vorhalle, dann der weite Kirchenraum. Wie gesagt, das Langhaus mit fast 50 Metern und dann aber noch einmal etwa 30 Meter Chorraum. Und wie der Name schon sagt, Chorraum, der Raum der Mönche, wo sie ihr Chorgebet abgehalten haben. Und der ist auch ganz bewusst als Raum im Raum konzipiert. Also die Mönche haben zwar ihre Kirche aufgemacht für die Gläubigen, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und auf diese jeweilige Funktion des Raumes nimmt dann auch die Ausstattung Bezug. Ob das jetzt die Fresken sind, ob das die Altäre sind, die Skulpturen sind. Das ist also jeweils auf diesen einzelnen Bereich auch bezogen. Wenn Sie noch mehr über das Kloster Fürstenfeld erfahren wollen, dann schauen Sie doch gerne in unserer Mediathek vorbei. Jetzt sprechen wir noch mit Theaterleiter Alexander Schmiedl über die neue Bühne Bruck. Alex, die neue Bühne Bruck gibt es ja schon seit 38 Jahren. Wie ist denn das Theater überhaupt entstanden? Das Theater hat der Theatergründer und langjährige Theaterleiter Harald Molocher seinerzeit gegründet. Und auch gar nicht hier, weil diese Räumlichkeiten hier im Klosterareal gibt es ja noch gar nicht so lange, seit 20 Jahren erst. Davor waren das hier die Ruinen der Stallungen des Klosters früher.
Und das heißt, das Theater ist oben in Neulindach, in einem Stadtteil von Fürstenfeldbruck, in einem Kellertheater gegründet worden. Und ist da so um die 15 Jahre hat es da existiert. Und der Harald hat das damals gegründet, einfach weil er Enthusiasmus für Theater hatte und schon immer sehr in Theater interessiert war und eben da Lust hatte, was auf die Beine zu stellen. Weil in Fürstenfeldbruck es da in dem Sinn noch nichts gab oder nichts gibt. Jetzt habt ihr hier im Theater so ein ganz besonderes Konzept. Kannst du uns da ein bisschen mehr drüber erzählen? Ja, gerne. Das Konzept schaut so aus, dass wir als eines der wenigen Amateurtheater ganzjährig spielen. Also das heißt, ganzjährig bedeutet bei uns von September bis April. Mhm. Und wir haben 5 abendfüllende Stücke, die wir anbieten. Und das Konzept sieht eigentlich vor, dass wir mit Amateuren arbeiten, die auf der Bühne stehen, die aber von professionellen RegisseurInnen inszeniert werden. Das heißt, dadurch können wir einen gewissen Qualitätsstandard halten und anbieten fürs Publikum und auch für uns. Also wir haben da schon auch Anspruch an uns selber. Und diese Profi-Regisseure, RegisseurInnen, die sind da eben dafür da, hier auch den Leuten was beizubringen. Also ich sage immer, so eine Inszenierung, wenn man bei uns mitspielt, ist eigentlich auch gleichzeitig immer noch so ein bisschen so ein Theaterkurs. Ah, schön hier zu sitzen. Möchten Sie einen Tee? Ja, danke. Ja, bitte, bedienen Sie sich. Schön haben Sie es hier. Ja, haben wir alles selbst gebaut. Hat Jahre gedauert. Das Treppengeländer wollte Ottfried unbedingt ganz alleine schnitzen. Ist Ottfried Ihr Mann? War mein Mann. Wenn Sie noch mehr vom Theaterstück König und Meister sehen wollen, dann klicken Sie sich doch gerne durch unsere Mediathek. Das war's aus Fürstenfeldbruck. Machen Sie's gut und bis zum nächsten Mal. Geschichten wurden Ihnen präsentiert vom Audi Autohaus Ebersberg.